Da sind wir wieder. Am Morgen danach. Okay, bist du noch da? Selbstverständlich. So, was soll ich noch weiter auf... Ach komm, mach ich einfach mal, warte mal. Wo gehe ich jetzt hin? Tantopia. Präludien. Präludien, auf nach Präludien. Präludien. Was machst du gerade? Mit Knatterli schreiben. Okay. Und du? Nimmst du eigentlich noch auf? Ich nehme jetzt gerade schon wieder auf. Also du nimmst gerade auf? Ja. Also bin ich gerade live auf Sendung? Das heißt live. Und dann grüße ich mal alle meine Fans und meine Oma. Ich bin auf YouTube. Hallo! Hallo Oma, ich bin im Fernsehen. Ich bin müde. Nein, war natürlich nur ein Spaß. Echte Otakus machen die Nacht durch. Erdbeermarmelade! Erdbeermarmelade. Kennst du das? Nope. Kennst du das echt nicht? Das ist so geil. Muss ich sowas kennen? Natürlich. Was hast du denn gern für eine Marmelade? Erdbeermarmelade! Sagt mir trotzdem nichts. Das ist voll lustig, dann musst du mal angucken. Yeah, Maggi. Ich bin ein famer Mensch. Ich habe schon... Wie viele Abos? Wie viele Abos? Wie viele... Ah! YouTube! Nicht Elite Anime, ist YouTube. Ausnahmsweise nicht YouPorn, YouTube. Ich habe einfach so aus Reflex Elite Animes eingegeben. Ich so, habe 113 jetzt Abonnenten schon. Oh, ich muss dafür erstmal was Bestimmtes holen. Okay, ich wollte eigentlich noch ein Herzteil holen, aber... Ja, mach das so. Dafür brauche ich eine bestimmte Sache und die habe ich jetzt noch nicht, sonst hätte ich das gemacht. Herzteile sind cool. Dein Bruder ist bei Facebook online, soll ich ihn anschreiben? Du kannst ihn wenigstens anschreiben, ich nicht. Aus blockiert? Irgendwelchen Gründen habe ich ihn nicht mehr in der Freundes... Und ich habe ihn nicht blockiert. Eher dich. Er hat auch gesagt, er hat mich nicht blockiert. Wer ist das? Voll das Mobbing gerade. Echt mal. Also ich sehe gerade nicht, was du da machst, aber ich werde gerade auch gemobbt. Ein gewisses Mädchen nötigt mich, ihr einen Namen für eine Seite von Facebook zu sagen, was sie nehmen kann. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Mai! Oh, der hat sich schon ein rotes Auge, Fernrohrt. Kokigurashi. Wer, du oder ich? Du, ich hab es doch schon gesehen. Guck es nochmal. Hab ich. Ach, ich wollte mir eine Fee holen. Mann! Bin ich vergesslich geworden. In den Jahren. Ich guck jetzt was UFO. Warte mal, der ist lizenziert. Oder die haben den unter den englischen Namen bei Elite Animes, das kann auch sein. Ja. So, auf in diesen Dingens. Denn ich muss jetzt eine Fee holen. Und hol mir damit gleichzeitig sogar noch meine Portemonnaie-Erweiterung. Also meine Börsenerweiterung. Denn ich arbeite bei der Börse. Wer es noch nicht weiß.
Nachwärts, Füße hoch. Ich höre dir eh nicht mehr zu. Ja, weiß ich doch. Dann lebst du gesünder, wenn man dir nicht zuhört. Und es gibt tatsächlich die Leute, die machen das in ihrer Freizeit. Hä? Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Die hören dir in ihrer Freizeit zu und gucken deine Let's Plays. Oh mein Gott, das, was gibt es? Ach komm, das überspringe ich jetzt. Das habt ihr jetzt schon zum 10.000. Mal gehört. Oh, schade, das haben sie lizenziert im Anime, ja, dann guck ich den nicht. Weil für ein Edgy-Anime, der mit 7,5 bewertet ist, gebe ich kein Geld aus. Yay, 1000 Rubine, wuh. Und das war eine Flasche. Wen habe ich denn alles auf Facebook blockiert? Auf Facebook. Aus Facebook? Auch wenn sich das jetzt so anhört, Freunde, ich bin kein Facebook-Junkie, nur ich hab halt gerade nichts Besseres zu tun, als mit irgendwelchen Menschen zu schreiben. Nanda und Yashnu. Und Kasnu und Rasnu. Der ist Yashnu Le Chilla und ich fand den Namen so behindert, dass ich den gleich blockiert habe. Dann einmal die gute M, die mit deinem Bruder gut befreundet ist. Die gute M? Ich will keine Namen nennen. Ah, achso, achso. Deut mal was an. Kenn ich sie? Ja. Warum habe ich Christian Wolf blockiert? Du hast einen Namen genannt. Christian Wolf ist kein Name, den keiner kennt. Das ist ja ein Politiker. Okay, du hast Christian Wolf blockiert. Oh mein Gott, das ist ein Politiker? Ja, ich habe ihn blockiert. Ja, ich habe ihn blockiert, den Kerl. Der ist doch zurückgetreten. Achso, okay. Als egal. Bundespräsident. Also, ich brauche noch ein Herz, dann habe ich schon mal 10 Herzen. Guten Abend, ich habe Hockwee. Hier ist der erste Brief. Hey, lies bitte. Okay. Ich bitte meine Dreistigkeit, Sie unerlaubt anzuschreiben, Gerig zu entschuldigen. Wenn Sie kein Interesse an meiner... LOL. LOL. Was war das gerade? Eine Nachricht. Hab ich schon. Hast du wirklich schon vorgelesen? Ja. Man hat nämlich nur gehört, wenn sie mal, dann, also, wenn sie kein Interesse und dann, beep. Das kann nicht sein. Doch, das ist aber so. Na gut. Wenn Sie kein Interesse an meinem Angebot haben, werfen Sie dieses Schreiben bitte weg. Leider entgeht Ihnen dann aber auch eine einmalige und sensationelle Gelegenheit. Denn ich biete Ihnen eine Flasche, ein Herzteil und eine Schatzkarte zum absoluten Vorzugspreis an. Allerdings führe ich von jedem Artikel wie oben geschrieben nur ein Exemplar. Sollten Sie Interesse haben, dann beeilen Sie sich doch bitte zu Islas in der Nähe ich mit meinem Geschäft einzutreffen. Islas Stalag. Ja, aussprechen können. Ja, genau. Jetzt habe ich es aber ausgesprochen und so nicht. Ist das richtig. Ich erwarte Sie freudig. Als Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mein Angebot zu studieren, erlaube ich mir, Ihnen eine kleine Kundenprämie beizulegen. Stellvertretender Geschäftsführer Isla Filiale. Ja, super. Boah, ein grüner Rubin, Alter. Ja, wollte ich gerade sagen, so. Boah, das, da, jetzt bist du reich. Ja, hast du recht. Da hast du recht. Isla Stalagmitica. Boah, Mann. Naomi? Hier! Oh mein Gott, sie ist nicht mehr blind! Oma! Hi! Oh, Fabian, du bist ich hab das nicht weggedrückt. Mann, oder? Ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich das Lächeln auf dein Gesicht sehe. Fabian, mein kleiner, lieber Fabian. Was, du, das hast du mich geheilt? Du bist wirklich ein braver Junge.
Weißt du? Luna, ihr seid wirklich tapfere Kinder. Und eure Großmutter ist ängstlich und beschwert sich die ganze Zeit über nur. Ich bin eigentlich diejenige, die sich selbst am Schlawittchen packen sollte, nicht wahr? Es tut mir wirklich leid. Ich sollte mehr auf deine Gefühle achten. Ich bin eine schlechte Großmutter. Fabian, mehr kann ich leider nicht für dich tun. Aber ich will dir wenigstens das hier in deiner Flasche mit auf den Weg geben. Boah, mach super, Alter. Dafür würde ich sterben. Das ist übrigens die beste Suppe, beziehungsweise der beste Trank im ganzen Spiel. Ja, klar, Alter, das ist Omas Suppe. Die mögt ihr doch so gerne, nicht wahr? Wenn sie aufgebraucht ist, komm ruhig wieder und hol dir deinen Nachschlag. Ich werde sie gerne für dich kochen. Großmutter wird sich von jetzt an wirklich danken, dass du es weggedrückt hast. Ich hab's nicht weggedrückt. Aber tu ja nicht... Willst du mich fragen? Ich hab's auch nicht weggedrückt. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Genau das hätte ich. Ich hatte meine Hände in der Luft. Ich jetzt auch gesagt, wäre ich du gewesen. Das ist wirklich so, aber lass mal. Mach die Krüge kaputt. Mach die Krüge. Ja. Soll ich mal gucken, ob noch irgendwas das spart, das bei ihr rumliegt? Oder? Kennst du sowas, das nennt sich Encoding? Encoding? Ja. Mach das mal. Warum? Weil das scheiße aussieht. Was? Das Encoding. Sieht scheiße aus. Das Encoding. Wenn überhaupt eins vorhanden ist. Was ich denke, da ja Shader bei dem Spiel dabei sind. Was? Was? Du weißt doch, was Encoding ist. Vergessen. Das ist, wenn man zum Beispiel über ein Anime bei Fansubs oder halt auch über ein Spiel bei Let's Plays nochmal Filter drüber legt, damit das nicht so scheiße aussieht. Ach so, das war's auch so. Ja, kann ich irgendwie... Das ist mir... Versteht mich nicht falsch, aber das mit jedem Part zu machen, durchgehend... Das macht Gronkh aber auch. Ja, Gronkh, der hat dafür auch Zeit. Ich hab noch Schule. Ja, und Schule. Gronkh und ist Schule. Bei der Playmassive GmbH und muss sich da um was kümmern. Ja, aber nicht immer. Da musst du gut wie gar nichts mehr machen. Darum kümmert sich so, soweit ich weiß, sogar ein Sarazar. Guck mal, wenn man auf Englisch sagen will, I like you, schreibt man abgekürzt ILY. Das hört sich dann aber an wie I love you, abgekürzt ILYXDD. Lol. Lustig, was sie mir so schreibt, da wäre ich nie von alleine drauf gekommen. Ist gut, dass sie mir das sagt. So, wo jetzt denn... Kanone des Sturms. Du hast recht, ich sollte wirklich encoden, aber ich weiß nicht, was ich für ein Programm nutzen soll. Och, ich kenne einen Fansubber, den kann ich mal kurz fragen. Wie... Frag ihn mal bitte. Encoded, Mann. Nein, ich weiß ja, wie man encodet, aber... Kannst du ihn mal bitte fragen, was für ein Programm er dafür nutzt? Wenn er überhaupt eins benutzt. Man kann das auch auf Internetseiten encoden. Gibt's auch eine Seite, aber die ist scheiße. Also ich habe ja mal den schlechtesten Higurashi-Sub aller Zeiten gesehen. Was? Sie hat mich jetzt ein wenig aus der Fassung gebracht. Auf jeden Fall habe ich den schlechtesten Higurashi-Sub aller Zeiten gesehen und da stand oben links in der Ecke nach dem Intro irgendwie, keine Ahnung, encoded auf so und so.de. Aber ich habe mir die URL einmal eingegeben und... Moment. Frag ihn einfach mal, weil das wäre echt nett. Er ist kein Encoder, sagt er. Dann fragt er mich, wieso. Und weil ein Kumpel LPs macht und die encoden will. Ist sehr schwierig, richtig encoden zu können. Kann nur die Basics. Frag ihn mal, was für ein Programm er nutzt. Also ich kann auch nur die Basics. Ich habe schon mal encoded. Aber da ist man wie manchmal echt ein bisschen scheiße rausgekommen. Sony Vegas, sagt er. Hast du kein Sony Vegas mehr? Nein. Lulz, was ist denn hier? Ein Start. Let's Plays werden
die seltener encoded. Also das machen wirklich nur die, die wirklich darauf achten, dass die gut, weil bei Animes ist es halt so, dass die oft vom Moment. Bei Animes ist es oft. Ja, ne. Ist scheißegal. Ja, okay, bei Animes ist es oft so, dass die von der Fernsehausstrahlung übernommen werden, um die möglichst schnell mit Subs rausbringen zu können. Und da ist die Qualität, wenn man das vom Fernseher aufnimmt, aber sehr mau. Und deswegen hüpfen die das mit Filter noch ein bisschen auf und encoden das, damit das nicht ganz so scheiße aussieht, dass es bei Animes, die auf DVD erscheinen, eher weniger. Okay. Er schreibt, dann hat er Pech und soll es rendern lassen mit Sony Vegas. Weißt du Bescheid, hast du Pech und sollst mit Sony Vegas rendern lassen. Ich hole mir einfach ein kleines anderes Programm, ich weiß sogar noch eins. Ich kann nur mal wenn mir der Name noch einfällt, so. Da hole ich mir einfach mal ein Freeware-Programm. So schlimm ist das jetzt ja auch nicht. Na? Ja. Du brauchst einen guten PC und eine gute Internetverbindung. Die gute Internetverbindung, die habe ich. Hast du auch einen guten PC? Dann kannst du encoden. Ich kann auch so encoden. Ich müsste dann alle Prozesse schließen und könnte währenddessen noch zocken. Halt jetzt nicht über Rechner, sondern Wii U halt. Oder Playstation oder keine Ahnung. Nana One, das ist eine Fansubgruppe, die hat, soweit ich weiß, eine Encoding. Anleitung gemacht. Ja. Das kann ich dir mal eben schicken. Das. Oh. Das kann ich dann ja halt. Peter. Nach diesem Video halt. Ja, weißt du, ne? So, und jetzt mit Eispfeilen draufschießen. So. Ich hab halt irgendwas mit Encoding und wenn dich das interessiert, dann kannst du das mal durchlesen, weil Nana One macht, so weiß ich weiß, auch recht gutes Encoding. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich die nächsten Parts, also Part 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, halt 11 bis 20 encoden werde. Wenn du schaffst. Das werde ich auch schaffen. So, mein Source Kit ist fast gedownloadet. Ja, er holt sich Backmesa nur zur Info. Und wenn halt, es dann gedownloadet ist, dann kann ich auch vernünftig bei dir mitgucken. Ah, kannst du gegen die Viecher kämpfen? Ja, mache ich aber jetzt mal nicht. Warum kannst du jetzt gegen die kämpfen und bist vorher noch total machtlos gegen die? Was heißt vorher? Du meinst... Beim ersten Mal. Du meinst bei der verwunschten Bastion? Yep. Oder ist das irgend so ein Specialist? Nein. Kennst du den Let's Player Cass? Nein. Ich feier den. Übelst. Feierst du den halt? Warum ist da unten so eine Uhr? Weil der Lava sonst wieder angeht, also. Achso. Das ist ein Vulkan. Den habe ich gerade deaktiviert. Der ist gerade inaktiv und ich möchte. Und ich hole mir da jetzt so Kraftarmbänder. Die auch nicht tuckig aussehen oder so. Okay, hol dir den. Warum ist der von innen größer als von außen? Frag das bitte Dr. Who und die TARDIS. Mach nein. Ich. Irgendwann mal vielleicht. Hallo, ist da Dr. Who? Vier Sekunden. Drei Sekunden. Zwei Sekunden. Eine Sekunde. Und ich hab die Force Base 2007 Dingsbum. Entschuldigung. So, jetzt kann ich endlich, glaube ich, auch mal Black Mesa spielen. Das wäre natürlich ganz schnaffte. Grog.
Gronkh könnte Fansubber werden. Ja. Wird er Animes nicht mögen, dann... Hat er jemals gesagt, dass er Animes nicht mag? Er sagt, ja, nein. Er hat gesagt, genauso wie bei Trash Tasmani, dass er ist grundsätzlich jetzt kein Fan davon ist, aber jetzt auch nicht wirklich was dagegen hat. Aber er ist okay. Jetzt halt nicht unbedingt ein Anime-Fan. So, das erste Stück haben wir jetzt schon mal. Für das, was wir jetzt als nächstes machen. Halt, story-technisch. Wow, nein. Was, nein? Alter, weißt du was? Strawberry Cake, du kennst Strawberry Cake, oder? Ja. Strawberry Cake spricht Rei aus High School of the Dead. Okay. Das wusste ich noch nicht. Und ich spricht auch bei Bleach mit, die spricht übelst viel mit. Die hat auch bei Death Note mitgesprochen. So, dann suche ich jetzt mal diese Eisinsel. Ich kann natürlich auch im Internet gucken, während ich jocke, aber... Boah, das ist ja mal geil. Jetzt gucke ich mir High School of the Dead vielleicht auch an. Cool. Für alle, die es nicht wissen, ich mag High School of the Dead nicht. Wobei, das richtet sich gegen den Anime und nicht gegen den Manga. Denn der Anime hat viel, viel mehr unnötiges Edgy, was meiner Meinung nach gar nicht in diese apokalyptische Handlung passt. Beziehungsweise in die Atmosphäre. Genau, passt die damit auch so zerstört wird. Die eigentlich geil ist. Ich finde dieses The Walking Dead ähnliche, dass ich halt so eine Gruppe von Leuten gegen die Zombie-Apokalypse stellen muss. Geil. Aber es ist jetzt halt so, dass das durch dieses unnötige Edgy total zerstört wird. Und deswegen mag ich den Manga, weil der hat nicht so viel Edgy drin und immer noch diese geile Atmosphäre. Der hat Edgy wirklich nur an Stellen, an die man es braucht. Von daher, wenn ihr euch High School of the Dead ansehen wollt und jetzt nicht unbedingt auf übertrieben große Euter steht, dann ist der Manga genau das Richtige für euch. Solltet ihr euch geben. Ich habe die ersten drei Bände im Regal stehen und bin sehr froh darüber. Ich guck mal, wie lange wir schon aufnehmen. Okay, so lange nehmen wir schon auf. Ich mache eben das und dann... Ich mache eben das und dann mache ich das. Und dann spiele ich einfach durch. Ach komm, nein! Bla bla bla, Mr. Freeman. Was ist? Nein, nicht diese Scheiße. Ich gehe wieder. Okay, ich hab's gemacht. Hast du einen schönen Anime-Mädchen-Namen außer Rin, Rena, Fuku, Rika? Ich hab Asia. Wenn ihr Animes guckt, schreibt in die Kommentare welche. Und geht zu mir auf den Channel und schreibt mich per PN an und addet mich bei Skype. Ich sehe mal kurz was bei den, Nur wenn ihr über Animes reden wollt und wenn ihr wirklich nur über Animes reden wollt, in meiner Runde, dann könnt ihr mich adden, aber sonst nicht. Weil sonst habe ich an euch kein Interesse. Tut mir leid. So hart es auch klingt, aber ich bin zumindest mal ein YouTuber, der ehrlich ist. Und ich so, ihr könnt mich adden. So, ihr könnt mich adden, aber ich schreibe euch eh nicht zurück, weil ich so geil bin. sag mal einen. Sag mal einen. Schon gut. Okay. Hey Esther, sag mal Penis. Ah, wer kennt? Tja, das sind sogar VBT, nicht heute Lappen. Oh, Ayu aus Kanon, ich mag sie. Sie hat das Aussehen von Nagisa aus Clannad und den Charakter von Yui aus Angel Beat. Okay. Merkt man mal so ein bisschen, dass ich einen halben Anime-Blog betreibe. Ja, betreibst du wirklich einen? Ach ja, hast ja mal gesagt. Ich würde da mal sagen, bei diesem vielleicht encodeten Part. Bis zum nächsten Mal. Warum machen wir jetzt schon Ende? Weil wir jetzt schon Ende machen. Warum? Ich will noch eine Runde. Ja, wir machen ja noch ein Part. Ja, okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.